Hallihallo, in diesem kurzen Tutorial geht es einfach mal darum, wie man sich denn eine Minimap macht. Und das ist auch ganz einfach. Ich zeige dir mal ein Exemplar. So, und jetzt im Spiel sieht man, habe ich hier eine kleine Minimap oben an der Kante. Und die ist auch rund, so wie man das in den meisten Spielen hat. Also die meisten Leute zeigen immer nur, wie man das in quadratisch macht. Ich zeige euch auch, wie man das in rund hinkriegt und in quadratisch. So, und dann sieht man schon, habe ich hier die runde Minimap. Mich selbst sieht man nicht, weil mein Körper hat kein, man hat nichts Physikalisches, was man sehen könnte. Aber ja, das geht auch ganz einfach und schnell, ohne viel Programmieren. Ich lösche das jetzt erstmal raus. Also, als erstes brauchen wir ein RAW Image. Also, das lösche ich mal kurz raus, Delete. Dann gehe ich in die Szenenansicht, drücke auf 2D. Mach mal F, damit ich dann die Szene ansehen kann, die 2D-Szene. Und dann packen wir da per Rechtsklick UI und dann nehmen wir RAW Image. Und dann haben wir das auch schon. Jetzt könnte man das einfach so lassen und das in Quadrat, dass wir das quadratisch haben. Wir setzen hier oben nochmal das aufs Corner, damit es dann immer in der Ecke ist. Und dann könnte man das jetzt theoretisch so lassen, dass es quadratisch ist. Ist aber ein bisschen langweilig, ein bisschen blöd. Und deswegen werden wir das dann noch rund machen. So, dann braucht der Spieler noch, da gehe ich mal auf der 2D-Perspektive wieder raus und dann zum Spieler. Braucht dann noch eine Kamera innen drin. Da stellen wir einfach eine Kamera und die stellen wir dann auf Orthograph oder Orgraph oder wie man auch immer das ausnennt. Das ist dann hier die zweite Auswahl. Und dann einfach nochmal die Größe ein bisschen anpassen, den Abstand ein bisschen anpassen und dann hat man das auch schon. Dann erstellen wir uns eine Rendertextur. Rendertextur, die nenne ich jetzt einfach mal Rendertextur. Ich stelle die Auflösung etwas höher, die setze ich mal auf 512. Und 512. So, dann gehen wir auf die Kamera, die wir eben noch erstellt haben und ziehen dann bei Output Texture ziehen wir das dann rein. So, und dann können wir auf das RAW Image, können wir dann einfach unser Output Texture draufziehen. Und dann haben wir auch schon, zack, eine viereckige Map da oben, wenn man das gerne viereckig haben möchte. Wenn man das gerne rund haben möchte, kann man dann auch was machen. Und dann geht man auf Create, Shader, Unlit Shader Graph. So, ich gebe den jetzt mal keinen Namen. Dann einmal öffnen. So, dann müssen wir erstmal hier bei dem Zahnrad, müssen wir das auf Transparent stellen bei Surface. Auf Transparent. So, dann machen wir ein Sample Texture to Denote. Und zwar zwei Stück. Dann nochmal eine Sample Texture to Denote. Sample Texture to Denote. Dann erstellen wir uns hier bei den Parametern eine Texture 2D für das Main Image. Main. Das ziehen wir uns raus. Und das ziehen wir dann nach hier oben rein. Dann bei dem unteren setzen wir einfach nur eins. Das könnte man dann auch was Dreieckiges nehmen oder sonst was. Aber wir suchen uns dann einfach erstmal eine runde Textur raus. Da müsste eigentlich von den Partikeln her standardweise was Rundes mit dabei sein. Ansonsten macht ihr euch einfach so eine runde Textur wie das hier, dieses Light Harsh. Das ist schon perfekt. Dann kann man das einmal nehmen, ein bisschen zurückgehen. Dann gehen wir einmal nehmen wir das obere und packen das in einen Multiplayer. Und zwar A. Und das auf B und im B packen wir das untere rein, dann haben wir das so verknüpft. Dann ziehen wir das da raus, nehmen eine Split Node, so, und dann ziehen wir von der Split Node das Alpha in das Alpha rein und von der Dings, von den ganz normalen ins Color rein. Und dann haben wir das auch schon, dann können wir das abspeichern. Dann gehen wir zurück, gehen wir zur Game-Ansicht, damit man das auch gleich sehen kann. Dann erstelle ich mit diesem Shader ein Material. So, den benenne ich jetzt mal auch nicht. Ziehe da das RAW Texture drauf und ziehe auf den RAW Image, da wo das Feld Material ist, ziehe ich dann einfach das Material drauf und zack, haben wir eine runde Karte. Und so einfach ist das schon. Ganz schnell, ganz kurz und dann habt ihr eine runde Map. Viel Spaß damit. Tschüss.